Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Fortnite-Waffen in Minecraft bekommt. Um genau zu sein, in der Minecraft 1.13. Dies ist nämlich ein Datapack und das wurde kreiert von dem guten Mackiestein. Er ist auch ein sehr bekannter Command-Creator, also der irgendwelche Sachen mit Hilfe von Commands in Minecraft erstellt. Und ja, heute geht es eben um die Fortnite-Waffen in Minecraft. Fangen wir auch mal gleich an. Also, als allererstes downloadet ihr es euch von der offiziellen Seite von Mackiestein. Unten in der Videobeschreibung ist diese Seite verlinkt. Nachdem ihr euch das gedownloadet habt und gespeichert habt, habt ihr hier so eine ZIP-Datei. Die öffnet ihr nun zum Beispiel mit WinRAR oder ich glaube mit dem Windows eingebauten Programm. Ach, nein, ihr öffnet es einfach mit einem Programm, womit ihr diese ZIP-Datei öffnen könnt. Da drinnen habt ihr dann, das sieht man jetzt nicht. Warte, ich stelle es euch mal kurz ein. Also, nachdem ihr die ZIP-Datei geöffnet habt, habt ihr hier die Fortnite-Wappens. Den öffnet ihr nochmal. Da drinnen habt ihr Fortnite-Pack, das Ressourcenpaket und einfach nur ein Ordner, der Fortnite heißt. Der Fortnite-Ordner kommt dann in den Datapack-Ordner von eurer Welt, wo ihr das gerne verwenden wollt. Okay, fangen wir auch mal gleich mit der nächsten Sache an. So, also wir gehen nun in unseren Minecraft-Ordner mit %appdata% und dann auf .minecraft und dann auf saves. Ich habe hier schon mal eine Welt erstellt, die habe ich jetzt Fortnite genannt. Da drücken wir Doppelklick drauf und einen Moment. Also da klicken wir drauf und nun sind wir drin. Da klicken wir in den Datapacks Ordner und hier schieben wir dann aus unserer ZIP-Datei den Ordner Fortnite rein. So, ich habe es jetzt mal reingeschoben. So, hier haben wir den Ordner Fortnite. Dann gehen wir nochmal auf unseren Punkt Minecraft Ordner und gehen in den Ordner Resource-Packs. Und da schieben wir nun den Fortnite-Pack die Fortnite-Pack.zip-Datei rein. Hier. So. Und nun starten wir Minecraft. So. Wir sind nun in Minecraft. Also ich habe Minecraft jetzt gestartet. Und wir gehen dann nun in unsere Welt. So. Singleplayer. Hier habe ich schon mal eine Welt erstellt. Fortnite. So. Die Welt lädt nun. Und dann, sobald wir in der Welt sind, das erste, was wir dann tun, ist in die Kommandozeile eingeben, reload. So, jetzt sind alle Datapacks geladen worden. Und was wir nun als erstes machen müssen, ist, ein Moment, es ruckelt gerade. So, das erste, was wir nun tun, ist, wenn ihr nun die Sachen haben wollt, gehen wir jetzt als allererstes, brauchen wir dazu folgende Blöcke. Entweder ein Eisen, also Iron Block oder ein Dia Block. Da, mit denen bekommt ihr Loot Chests. Und was wir auch noch brauchen, ist für jede Loot Chest ein Nether Star. So, wir platzieren also nun den Block und werfen darauf einen Nether Star. Ja, das hat gut geklappt. Wir werfen darauf einen Nether Star und bumm. Wie ich sehe, fehlt das Ressourcenpaket. Einen Moment, Leute. So, also wir haben den Netherstar auf den Eisenblock geworfen und da bekommen wir eine Loot Chest. Und ihr müsst einfach nur ganz normal Rechtsklick drauf machen und dann bekommt ihr schon die Sachen raus. Also, was haben wir da? Wir haben hier raus bekommen eine Boogie Bomb und die lässt uns erstmal tanzen. Ich mach nichts, ich habe echt nichts gemacht. Diese Boogie Bomb lässt uns, wie ihr gesehen habt, tanzen. Ich weiß nicht, ob ihr es ordentlich gesehen habt, weil Minecraft backt gerade extrem rum. So, kommen wir zur nächsten Sache aus der Loot Chest. Eine Handkanone. Ja, da können wir auch Tiere schön abschießen. Das war ein One-Kill. Und was haben wir da noch? Ein Raketenwerfer. Wenn wir schießen, ja gut, ich schieße mal Engel. Ich glaube, die kommt nicht mehr wieder. Ich versuche mal die Schweine dorthin vielleicht zu machen. Diese Explosionsrate ist so extrem, das laggt total, obwohl ich 2 GB in Minecraft eingestellt habe. Weiß ich nicht, was los ist. Gear scharf, das nervt mich auch.
Ja, Schwein, das nervt mich auch. So, das war also nun die Lootbox, und zwar die Eisen-Lootbox. Kommen wir nun zur Dia-Lootbox. Was wir da alles rausbekommen können. Irgendwie treffe ich es nie. So, jetzt. Okay, aus der goldenen Lootbox bekommen wir... Einen Moment mal. Das hat man vorher... eine Boogie Bomb, eine Port, Ford, wieder eine Handkanone, ein Kleider, wieder ein Raketenlauncher und eine Impulsgranate. Machen wir erstmal die Impulsgranate und die schlottet uns weit weg. Wir wissen ja alle, wie der Kleider funktioniert und ich stehe auf dem Boden, also bringt das nichts. Ich weiß nicht, wie beendet man das? Hallo? Hat jemand eine Ahnung, wie man diesen Kleider ausschaltet? Hilfe! Oh. Der wird schon aufgeklappt, wenn ich ihn in die Hand nehme. Ja gut, machen wir weiter mit der nächsten Sache. Und zwar Port Ford. Mal sehen, was das macht. Ich bin kein Fortnite-Experte, damit ihr es wisst. Und ja. Das Ding baut uns einfach mal eine Fertigbase. Das habe ich schon mal gesehen, während andere Fortnite gespielt haben. Ist praktisch, man kann mit Hilfe dieses Starter Packs super andere, also nicht andere, aber man kann damit super eine eigene Fortnite-Runde veranstalten. Und ich glaube, ich will mich nochmal tanzen sehen. Ich platziere damit mal die Boogie Bomb. Wie gesagt, ich mache nichts, aber ich finde das so mega krass. Und was wir hier auch haben, ein Jump Head. Beim Jump Head weiß ich zumindest, was das ist. Einfach auf den Boden droppen und das Jump Head ist da. Man geht drauf, man springt und dann schnell den Kleider ausfahren. Boom. Boom. Das funktioniert doch super. Man kann also hier mit dem Ganzen einfach mal super eine Runde Fortnite veranstalten. Und einen Moment, ich schau mal nach, ob man noch mehr aus den Lootboxen bekommt. Okay, was ich vorhin total übersehen habe, ist, man kann einen Busch rausbekommen, was ein, wenn man sneakt, unsichtbar macht. Krass, man kann sich einfach mal Minecraft-mäßig tarnen. Also, ich hätte kein Problem die ganze Zeit. Ich habe kein Problem damit, so die ganze Zeit rumzulaufen. Also, ich glaube, demnächst lade ich mit Hilfe dieses Fortnite, dieses kleine Fortnite-Ding herunter. Ich mache einfach irgendwie ein Fortnite-Bett mit jemandem. Mit diesem Darpack. Das ist klasse. Also, Props an MacMackenstein. Der hat damit mal wieder was richtig Gutes rausgehauen. Und er hat auch selbst gesagt, dass er sich nicht so mit Fortnite auskennt. Aber das war klasse. So. Ja, wenn ihr mehr über das Fortnite-Pack wissen wollt, schaut auf MacMackiesteins Kanal vorbei. Er macht zudem noch dort auch weitere Command-Creations und Data-Pack-Creations. Ich werde auch seinen Kanal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich sage hiermit ciao und bis zum nächsten Video. Und ich experimentiere noch ein bisschen mit diesem Fortnite-Data-Pack. Vergesst die Bewertung nicht. Und Endcard!